Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Es ist etwas sehr Belastendes passiert. Ich habe gerade eine halbe Stunde aufgenommen. Nein, ich dachte, ich habe eine halbe Stunde aufgenommen. Und dann wollte ich gerade die Folge beenden. Und dann habe ich gemerkt, dass die Aufnahme nicht läuft. Wir haben allerdings zu viel in dieser Folge geschafft, als dass ich es einfach hätte so gelassen. Also ich hatte die Wahl. Entweder ich erzähle euch das jetzt und sag, wir sind jetzt so und so weit. Oder ich lade halt den alten Spielstand nochmal. Aber wir haben zu viel geschafft. Das heißt, ich habe jetzt den alten Spielstand hier nochmal geladen. Ultra, ultra belastend. Ich habe zwar jetzt grob eine Idee, was wir hier jetzt alles machen, aber ja, schwierig, ne? Schwierig. Also, der Plan ist folgender. So. Und zwar, wir bauen, wie ihr in den Kommentaren schon geschrieben habt, hier einfach das Ding hier hin. Und wir bauen hier ein Kraftwerk hin. Und dann bauen wir vorübergehend hier ein Gleis. Das macht... Also die Züge hier machen ganz komische Sachen, die ich so nicht erwartet hätte, muss ich euch sagen. Grundsätzlich ist das hier mit dieser Strecke zum Beispiel erstmal so in Ordnung. Normalerweise müssten die da nicht raus. Außer die haben quasi zu viel geladen. Das passiert nämlich auch, dass die zu viel Öl dabei haben. Und dann dieses zu viel Öl ja nicht mehr loswerden. Und das ist natürlich auch super blöd. Allerdings glaube ich nicht, dass es sich lohnt, hier jetzt entsprechend eine zweite Strecke zu bauen, weil irgendwie scheint es ja doch zu funktionieren. Außerdem haben wir hier umgeplant. Das muss ich jetzt auch nochmal neu bauen. Ich muss alles neu bauen. Egal. So. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, das so zu bauen. Ist das richtig? So. Und dann noch ein hier. Und der hat dann quasi seinen Punkt hier. Das hat den Grund, wir brauchen ja pro Kraftwerk 3 Fördertürme. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn wir noch einen vierten anschließen, dann haben wir immer einen Überschuss. So, also sind wir immer positiv in der Bilanz. Außerdem haben wir hier in der alten Welt noch ein Schiff, das wir benutzen können. Und zwar können wir das nach Crown Falls schicken. Das muss uns nämlich Baumaterialien liefern. Neue Ziele. Das ist eine Fregatte. Ja, das lohnt sich nicht. Wurde beendet. So, alles klar. Diplomatie, Willy. Wir verlängern natürlich den Nicht-Angriffspakt. Dasselbe in Grün. Ey, der will diesmal mehr. Schweinerei, der wollte vorhin noch 28.000. Aber, naja, für die 10 Punkte ist das schon okay. Da müssen wir bald verlängern. Friedensvertrag, absolut sicher, ja. Dann hassen mich die anderen. Schiff unter Beschuss. Glaube ich. Ja, ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist einfach nur, weil unser Schiff hier gerade vorbeifährt, ne? Ja, ja, genau. Das ist das übliche Drama. Schiff unter Beschuss. Hier ist das da, genau. Die hat relativ wenig Schiffe hier rumeiern. Aber das ist gut. So, Kap. So, also wir müssten hier eine Menge Fenster und so Stahlbeton und sowas herbringen. Sie haben uns etwas voraus. So, schwupp, die wupp.
Und raus damit. Klingt großartig. Ja, ich weiß. Wir können in der Zwischenzeit hier mal unser Schiff da... Ah ja, genau. Ich hatte hier noch eine Anlegestelle hingebaut. Weil hier öfter Stau ist. Ich bringe mal mit diesem Kriegsschiff hier ein bisschen Stahlbeton runter. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. 150, denke ich, ist für den Anfang Schiff ganz unter Beschuss. Nett. So, ist das auch wieder hier? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Nein. Das ist ihre vorher nicht Stadt passiert. Ist attraktiver vorher ist geworden. Ein anderes Gebäude explodiert. Interessant, also so random Ereignisse sind quasi auch so random. Das ist sehr interessant. Und hier haben wir ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Eine Anlegestelle gebaut gehabt. Einfach weil hier auch so viel los ist. So, aber hier fehlen auch Fenster. So, und irgendeins dieser Schiffe hier hat tatsächlich auch ein bisschen Stahlbeton dabei. Aus Gründen, die ich nicht kenne, aber ist so. Das ist mittlerweile ein ganz schön krasser Umschlagplatz geworden, ne? So. Fenster fehlen aber. So. Okay. So weit, so gut, könnte man meinen. Wenn irgendwann mal die Schiffe hier angeschissen kommen. Da wollte ich hin. Nein, da wollte ich hin. So, wie sieht's denn aus? Mit... alte Welt, Kap. Haben wir hier keine Routen? Wir haben ja gar keine Routen, ne? Dann können wir das andere Schiff gar nicht sehen. Oder es ist schon da. Es ist schon da. Sehr gut. Das bedeutet, du nimmst jetzt mal 150 Fenster und 50 Backsteine mit. Erwarten neue Horizonte. So, und dann bringst du den ganzen Spaß hier mal nach da. So, ah ja, da ist unser Kriegsschiff, neue Befehle? Das Stahlbeton dabei hat. Sehr gut. Das ist mal wieder super langsam. So. Wahrscheinlich wenig Wind. Wie sich das Ding hier einfach reingeschnudelt hat. Ihr beiden interessiert mich gerade weniger. In die Takelage. Du kannst mal hier hinfahren und das Ganze bewachen. Wir können dann auch langfristig hier ein bisschen Verteidigung einplanen. Das sind ja erstmal nur Blueprints, das heißt, ob wir so viel am Ende wirklich bauen, ist fraglich. Ein neuer Auftrag? So, damit haben wir hier eine Menge Stahlbeton. Reicht das schon, um irgendwas zu bauen? Nee, wir brauchen für alles Fenster. Nee. Nee, jetzt brauchen wir Fenster. Na gut. Aber immerhin haben wir jetzt hier schon mal das erste Ölfeld. Achtung, der Boss. Und jetzt werden dann die Fahrten hier immer weirder. Aber gut. Was teilweise zu helfen scheint, ist, die Waffenruhe wurde beendet. Wenn man hier so Verbindungen reinmacht, weil dann die blockierten Strecken nur bis zu so einer Verbindung gehen. Und manchmal fährt er von hier direkt da. Genau. Berufsrisiko. Und das ist dann, naja, komisch. Sie sind achtsam. So, das heißt, unser Waffenstillstand ist zu Ende. Wir haben ein Schiff von ihr versenkt und dann können wir direkt wieder rein in den Waffenstillstand. Du findest, das war ein Sturm? Die Insel eines Konkurrenten so wird belagert. Ach ja, genau. Und wir haben angefangen, hier der alten Inselanteile abzuschwatzen.
Weil die immer so Stress bei uns macht. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht zulassen. Hm, ja. Können sie uns ja mittlerweile easy leisten. Die Waffenruhe wurde beendet. Achso, nee, ich hab gekauft. Ich dachte gerade, sie hat jetzt zurückgekauft. Erwarten neue Horizonte. Okay. Zack, 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 zack. Das hier können wir jetzt bauen. Die Anlegestelle ist wirklich nicht ganz unwichtig. Du fährst mal zurück. Eventuell brauchen wir noch Sachen. Und dann bauen wir mal das da. Aufstieg nicht möglich, weil Steine fehlen. Okay. Das da und das da. So, Hafen upgraden, schade nie. Und hier das Kraftwerk ist dann auch schon mal da. Dann fehlen wirklich nur noch... Okay, es fehlen jetzt Stahlträger. Steine und Fenster. Okay. Wie viele Fenster haben wir denn? Reicht es, wenn wir 50 bringen? Ja, das reicht. Dann haben wir über 100. Stahlträger müssen noch 4 Stück hergestellt werden. Das kriegen wir auch gerade noch so hin. Ja, das denke ich ist in Ordnung. Und dann können wir noch ein paar Bricks mitnehmen. So. Erwarten neue Horizonte. Und zwar zack, zack und Fenster. Auf ihren Befehl. Ach so, wir haben ja noch einen Slot frei. Die Insel eines Konkurrenten wird Fenster. Belagert. Ein neuer Auftrag? So. Was ich mit den anderen Fenstern vorhabe, weiß ich auch schon. So, dann müssen wir warten, bis das Schiff da ist. Hier funktioniert soweit. Wir haben zwar hier eine Lehmprobe, aber die ist halt viel zu langsam. Ja. Wie läuft's hier? Die haben jetzt hier geworden. Dampfautos. Warte mal. Haben wir dadurch automatisch... was? Dampfautos? Die dann quasi noch viel, viel schneller sind? Oder ist das jetzt nur alles, was die Fabrik hier... Mein Magen spielt wieder verrückt. Ja. Idealerweise. Ja. Also wir haben hier aber doch einen ordentlichen... Nee, haben wir nicht. Wir haben hier nicht einen ordentlichen Vorrat, okay. Ich dachte, wir hätten einen ordentlichen Vorrat. Das lief vorhin ein bisschen besser. Mit dem Vorrat. Ach, da hatten wir, habe ich das Kraftwerk erst viel später gebaut, ne? Und das wird jetzt als erstes befüllt bis 100 voll bis ja. Genau das wurde in den Kommentaren schon befürchtet. Bereit für den Einsatz. Dass sowas passieren könnte. Naja. Gut. Zack. Und wir bauen ein Frachtschiff. Und was ich auch festgestellt habe, ist, also die Schiffe hier sind sauteuer. Das hier kostet 500 Unterhalt und so ein Schlachtkreuzer, ein mächtiges Kriegsschiff, kostet 850 Unterhalt und 20 Dampfmaschinen, 60 Stahl und 25 Artilleriegeschütze und macht damit 40 Schaden pro Sekunde. Während das Linienschiff 65 Schaden pro Sekunde macht und nur 250 im Unterhalt kostet. Ich meine, ja, das ist ein bisschen, also das andere ist 50% stärkerer Rumpf und wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, aber lohnt sich das? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. So, die anderen Stahlträger muss ich jetzt konfiszieren. Den müssen wir nämlich nach hier unten bringen.
Denn hier haben wir auch eine wichtige Aufgabe, denn... Oh, wir müssen ja Sachen zurückkaufen. So. Kann ich hier schon erneut geiern? Ja. Du hast... So. Also. Und zwar müssen wir hier mal ein bisschen upgraden. Denn diese Dinger hier müssen gleich ausgebaut werden, sobald unsere Lieferung da ist. Erwarten neue Horizonte. Ich weiß nur nicht, ob die reicht. Das könnte sein, dass es nicht reicht. Deshalb schicke ich das Schiff schon mal wieder hier hoch. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Na, dachte ich mir. Was fehlt? Fenster. Okay. Wir müssen das hier eh ordentlich ausbauen, denn wir brauchen nicht nur eine höhere Versorgung für hier. Hier, wenn man mal reinschaut, gehen die Fleischkonserven ganz schön zur Neige. Sondern wir brauchen auch dringend mehr, Fleischkonserven für die Arktis. Genau. So, und hier, wir haben auch ein Problem mit Pelzmänteln, wenn ich das richtig Gott sehe. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe ich? Ich gebe dem erstmal Fenster mit. Schiff vom Stapel beziehungsweise, ich gebe mir mal 100 Stahl und 100 Fenster. Wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen mehr upgraden. So. Das Problem ist dann wohl tatsächlich der Baumwollstoff. Jetzt ist die Frage, ist das in der alten, in der neuen Welt einfach die Produktion? Schiff unter Beschuss. Mein Schiff wurde zerstört. Nein. Alles klar. Ich weiß, was du willst. Das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen, meine Liebe. Ich werde mich ganz grausam rechnen an dir. Mit meinem Geld. Denn mit Geld kann man sich hervorragend rechnen. Ich weiß, was du willst. Ja, mit genug Geld löse ich jetzt in Zukunft einige Probleme. Und dann reden wir mal weiter. So, ich wollte mal schauen. Baumwoll. Okay, wir haben hier tatsächlich auch zu wenig Produktion. Zum Baumwollstoff. So. Wie ist denn das hier mit dem Baum? Also wir brauchen eine Menge Baumwolle. Wir brauchen eine große Menge Baumwolle. Ah ja, hier. 1 Minute 30 Sekunden. Das heißt 2 Plantagen pro Dingens. Okay, und das hier, sind das die? Wo sind die Baumwollplantagen? Wo sind die Baum... Ah ne, die sind hier auf der anderen Seite, ne? Baumwolle. Okay, das hier aber alles ganz schön voll. Wie viele Plantagen haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben für 4. Und wir haben hier vom letzten auch 4. Was? Was? Die Anna hat uns Geld geschenkt? Ich glaube, die mag uns. Mittlerweile. Oder sie hat heftigst Schiss vor uns. Als ob die uns einfach gerade Geld geschenkt hat. Das ist vorher nicht passiert. Was ist da los? Ah, dieses Spiel willst du also spielen. Oh ja, das wird ein ganz wunderbares Spiel. Wobei ich dir die Insel vielleicht lasse. Ich cash hier einfach nur die Kohle ab. Aber in der alten Welt wird dieses Spiel ganz anders aussehen. Ganz anders. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Baumwolle.
wo wir für Arbeiten gut bauen wollen. Ne? Ich bin unsicher. Also theoretisch haben wir jetzt ein Defizit in der Produktion. Warte mal. Das hier ist Franquez und La Isla. Okay. Lass mal schauen. Arktis. Na, Arktis gehört mir für alles. Neue Welt. Okay, ich habe eh noch die beiden. Lagerkapazität hiervon ist natürlich schon ordentlich. Aber Produktion. Ja, genau, das ist das Ding. Das dachte ich mir nämlich. Dass wir hier zwei zu wenig haben. So. Der Umgang mit ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Ich weiß nicht. Ich bin doch nett. Oder etwa nicht. So, solange wir die Ressourcen haben, die wir brauchen, ist alles gut. So, mal schauen, ob wir noch zwei hinkriegen. Das wäre mir persönlich sehr lieb. Was ist denn, wenn wir die hier hinbauen? So. Okay, damit haben wir vier neue Felder und damit nochmal die Möglichkeit hier... Wir haben auch genug Leute da, ne? Ja. Damit auch die Möglichkeit, hier nochmal um einen zu erweitern. So, mal raus aus dem Blueprint-Mode. Gut. Damit ist die Produktion hier zumindest ein bisschen höher. So, dann gehen wir ins Cup. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Ja. Kisten unter Deck! Ja! Ja, mein Dampfschiff. Nice. Ich würde sagen, wir bauen noch ein zweites. Also irgendwie... Okay, der ist jetzt versorgt. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. 300%, 100%, 300%. Ballert ganz schön viel Öl. Also sobald das zweite Schiff hier aus ist, schalten wir den ganzen Bums wieder aus. Und du... Jetzt pass mal auf. Du kostest 500, kostest du mich. Das ist ziemlich teuer, aber... Routen. Das kostet mich allein schon 200. 1, 2, 3, 4. So. Kostet mich eigentlich das Einfluss oder gibt mir das Einfluss? Wahrscheinlich gibt mir das Einfluss, ne? Weil durch die Charterrouten haben die eine Abhängigkeit von mir. Egal. Handelsroute. So, und wo ist mein neues? Meine Olympia 2. Und zwar von einer neuen Welt. Von da. Ins Cup. Nach Crown Falls. Holst du einfach Baumwolle ab. Baumwolle ab. Baumwolle ab. Ja, dreimal Baum. Haben die Kaffee vielleicht? Nicht vielleicht ein bisschen Kaffee? Die haben doch Kaffee auch. Entschuldigung, ich hätte gern ein bisschen Kaffee. Wäre das in Ordnung? Hier, Kaffee. Aber nicht genug zum... Okay, aber wir können später... Das Schiff hat ja 6 Bays. Das heißt, wir können jetzt dreimal die hier voll machen. Das ist dann so viel wie die vorher.
Okay, dann machen wir viermal. Das ist dann wie vier kleine Schiffe. Nee, die vorne haben nur 80 pro. Ach, keine Ahnung. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. So. Dann schicken wir die Olympia 2 los. Nee, es kostet mich wahrscheinlich einen Schluss. Aus irgendwelchen Gründen. Schätze ich. Ich habe keine Ahnung. Aber es würde keinen Sinn ergeben, wenn mich das Einfluss kostet. So, aber das Schiff ist deutlich schneller und sollte dementsprechend eigentlich ganz gut unterwegs sein. So, ist das schon wieder hier unten oder wie sieht's aus? Ja. Stahl, Fenster, Schiff unter Beschuss. Stahl, Fenster. Okay. Routen. Schiff vom Stapel gelaufen. Naja, okay, gut. Das fährt in Zukunft dann nicht mehr vorbei. Das Schiff. Das ist okay. Ja. Wir haben noch Spielchen zu spielen. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht. Wir haben noch Spielchen zu spielen. Vor allem in der alten Welt. So. Und. Ah, dieses Spiel willst du also spielen. Ja, genau das will ich spielen. Ich weiß, was du willst. Das und das nicht, kann ne? ich nicht zulassen. Oh, Willi. Willi ist hier aber auch gut unterwegs. Das unterminiere ich jetzt mal nicht. Ich gönne mir einfach die anderen Inseln nicht. Ah, die. Ja, dieses Spiel will ich spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dieses Spiel gewinnen werde. Cup. So, hier fehlt mir nur noch ein einziger Anteil und dann gehört mir der Bums. Aber erstmal lasse ich sie noch gewähren, weil mir die Insel Kohle bringt. Also ich nehme das Aktiengeld aktuell. So. Schwupp und schwupp. So. Und dann müssen wir das theoretisch, gehen wir wieder in Blueprint Mode, das Ganze theoretisch hier wieder hinkopieren. 1, 2, 3. Ist, ist das hier mit vernünftigen Straßen auszubauen. Dann geht das alles auch ein bisschen schneller hier. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Ja, ist so. Mir Geld zu schenken ist grundsätzlich immer angemessen. Das ist so eine Richtlinie, an die du dich halten kannst, Prinzessin. Wenn es darum geht, mir Geld zu schenken, ist immer in Ordnung. Okay, 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 4 davon und 1, 2, 3, 4 davon, ne? Dann würde ich mal vorschlagen. Wir bauen vielleicht hier. Schiff unter Beschuss. 1, 2, 3, 4 dahin. Was ist unter Beschuss? Wieso, weshalb, warum? Dieses Schiff haben sie gefunden, doch es sind bereits weitere auf dem Weg. Ah, Quatsch. Schauen wir mal. Waffenstillstand. Schiff unter Beschuss. Einmal frei. So, jetzt nicht mehr. Sie haben recht. Ja, wir machen einfach mit allen Waffenstillständen. Das ist ganz in Ordnung. So, Cup. So, dann haben wir hier viermal
das da? Und hier eins. Zwei, drei. Viermal das da. Es geht sogar auf. Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest hängen gelassen. Ja, hängen gelassen. Schlimm ist es, Willi. Schlimm ist es mit mir. So. Okay. Damit ist die Produktion vorerst gut geupgradet. Wie sieht's aus? Die Menschen lassen sie hochleben. So, damit. Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Tja. Solange du nichts zurückkaufst, ist das soweit in Ordnung. Gehen wir nochmal in die alte Welt. Hier wird's witziger. Vor allem, weil die Anteile auch günstiger sind von diesen kleinen Popelinseln. So, so. Eins, zwei, ach, und drei. Dieses Spiel willst du also spielen. Korrekt. Und die drei kaufe ich auch. Die du und die. Du hast wohl vergessen zu fragen. Das habe ich wohl. Wie sieht's eigentlich aktuell aus hier mit Wirtschaft? Okay, aktuell ist deine Wirtschaft höher. Okay, die ist unglücklich darüber, sich ihr Insel Dings, ja, das ist ja klar. Inselkrieg gewonnen. Ja, mal sehen, ob du ohne diese drei Beasts im Zweifelsfall vier Inseln hier glücklicher bist. Das wird sich zeigen. Meine Liebe, was kostet denn so eine Insel hier? 65.000, die könnten wir auch kaufen. Was kostet die hier? 318.000, okay, das ist unangenehm. Was kostet die hier? 205.000, das ist auch unangenehm. Und dann eine Hauptinsel. So leicht ist meine Verteidigung nicht zu durchschauen. Holy shit. Ja, okay. Da kostet ein Anteil kostet einfach 2,3 Millionen. Und ich könnte ihn mir sogar einfach kaufen. Aber dann sind wir pleite. Aber wir bekommen ordentlichen Gewinn ab, ne? Also wir würden dann so knapp. Ja, wir würden über 10.000 positive Bilanz dafür bekommen. Aber. Nee. Wobei Aktien an der Insel schon angenehm werden. So mit dem Gewinn. Das muss man sagen. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz ins Cup. Sag mal. Das gefällt mir aber gar nicht, meine Liebe. Das gefällt mir aber gar nicht. So, fahren wir hier zurück. Wie sieht's denn aus? Was fehlt denn noch für die Sachen hier? Okay. Ach, Steine. Lul. Ja gut. Steine kriegen wir auch aus lokaler Produktion. Da müssen wir jetzt nichts großartig ändern. So, wie sieht es aus mit Konserven? 30? Also da sind die schon mal glücklich. Ich bin ganz genau, und ihr habt mir auch gesagt, wenn ich die upgrade, dann verlieren die immer, dann haben die immer nur die Sachen, die neu dazugekommen sind und das von dem davor. Wenn das hier Unterdrückung ist, dann was? Wenn das hier Unterdrückung ist, dann gefällt mir das, hat er jetzt gerade ernsthaft gesagt. Kisten unter Deck!
Ja, die Pelzmandelproduktion ist schwierig. Das muss ich schon zugeben. Das wird noch problematisch werden. Wir haben einfach nicht genug. Ja, Kaffee ist nochmal eine ganz andere Sache. Brillen, ja, Elektrizität ist noch nicht gefragt. Tonung liegt wahrscheinlich eher auf noch nicht. Rum, ja, Hochräder. Wir wären dann soweit. Ja, Hochräder ist auch die Frage. Ne? Das ist schön. Das ist schön. Und das hier ist übrigens auch schön. Sie warnen ihre Leute vor der Bestrafung. Das ist sehr nobel. Was? Das war wahrscheinlich Sarkasmus. Kautschukplantage, okay. Naja, wir müssen in der neuen Welt noch ein bisschen was regeln, glaube ich. Hier, die Schlüssel. Aber ich... Na, ich hab's ja noch nicht. Ich hab's ja noch nicht komplett gekauft. Wir können jetzt aber nochmal kurz in die alte Welt schauen, wo wir schon dabei sind. Denn hieran habe ich ja durchaus... Ein erhöhtes Interesse. Ich weiß, was du willst. An dieser Insel. Warum ist sie so teuer? Ach, dieses Spiel willst du also spielen. Und an dieser Insel. So. Und damit würde ich sagen, war es das soweit auch für diese Folge. Diesmal habe ich auch wirklich aufgenommen. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen lieben Dank und wir sehen uns in der nächsten Folge Anno 1800. Macht es gut, bis dann. Tschüss.